Wir sind in Lektion 15 unseres Online-Klickerkurses Klickern wie die Profis angekommen. Es geht um den Rückruf. Das ist eine ganz wichtige Übung, für viele die wichtigste überhaupt. Meiner kommt wie gerufen. Meiner kommt wie gerufen. Können Sie das so sagen? Oder heißt es bei Ihnen eher, meiner kommt nicht wie gerufen? Sehr oft steckt etwas von diesen Dingen dahinter, wenn es nicht so gut funktioniert. Unterschied. Üben, üben, üben und sehr gut generalisieren. Bei allen Dingen ist auch die Übung ein wichtiger Teil daran. Also nicht nur, dass der Hund einmal verstanden hat, aha, darum geht's, sondern auch, dass er so gut übt, dass er auch wirklich in der Lage ist, das in unterschiedlichsten Situationen abzurufen. Erinnern Sie sich, wenn Sie mal ein Gedicht gelernt haben für die Schule, nur weil Sie das einmal richtig aufgesagt haben, hieß das noch lange nicht, dass Sie es dann beim Schulfest in der Aula vor 300 Leuten auch konnten. Dafür hätten Sie es vielleicht noch viel mehr und viel besser üben müssen. Da sind wir schon bei der Vorüberlegung, welches Signal wollen wir denn da irgendwann einmal verwenden? Welches Sichtzeichen, welches Hörzeichen soll zur Anwendung kommen? Ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben, aber es kann sich natürlich jeder selber überlegen. Ich möchte nur noch dazu sagen, das Komm ist als Signal für den direkten Rückruf meiner Meinung nach nicht geeignet. Aus dem einfachen Grund, weil wir dieses Wort sehr viel in unserem Alltag, in unserer Alltagssprache verwenden. Und damit hat es keine Signalwirkung mehr. Bei mir, wie gesagt, ist das Komm mehr so das Allerweltsignal für du bist einfach zu weit weg, komm ein bisschen näher zu mir, da ist es nicht so tragisch. Aber für den exakten Rückruf scheint es mir nicht geeignet. Als Sichtzeichen verwenden wir für den Rückruf eine heranziehende Geste. Das kann zum Beispiel etwas sein, dass die Hand vor die Brust geht. Das kann von unten zur Brust sein. Das sind Dinge, die sich gut bewähren als Sichtzeichen für den Rückruf. Jetzt einmal konkret um den direkten Rückruf. Das Ziel dieser Übung ganz klar, wenn ich das rufe, wenn ich diesen Pfiff gebe, dann möchte ich, dass der Hund sagt, juhu, ich komme schon. Auf das Signal hin, Hörzeichen und oder Sichtzeichen, kommt der Hund auf direktem Wege zu Ihnen, setzt sich vor Sie hin und wartet auf weitere Anweisungen. Gut geplant ist halb gelernt, das wissen wir schon. Wir müssen uns gut überlegen, wie ist das Trainingssetting und wie können wir die Übung gestalten, dass wir fehlerfreies Lernen ermöglichen. Wir wollen ja keine Fehlversuche kultivieren. Der Rückruf mit Richtungswechsel. Wir haben ja bis jetzt, zumindest wenn Sie nach der Anleitung gearbeitet haben, immer so trainiert, dass der Hund geradeaus auf uns zugekommen ist. Die Devise bei dieser Übung heißt immer Spaß mit Tempo. Erinnern Sie sich, es ist immer schön, zu Ihnen zu kommen. Es ist im Idealfall auch sehr, sehr oft nicht nur schön, sondern lustig. Es hat immer eine tolle Konsequenz, immer eine Konsequenz, die der Hund richtig, richtig super findet. Man kann beim Üben sehr bewusst die Verleitungen mit einbeziehen. Eine Variante habe ich Ihnen schon gezeigt, das ist das Dreieckspiel. Und man kann aber natürlich auch direkt auf eine Verleitung zugehen. Und dann, so wie ich es vorhin erklärt habe, im richtigen Moment in der eigenen Spur zurückgehen und den Hund mit zurücknehmen. Da wäre es natürlich eine schöne Belohnung, wenn er dann nach dem Klick zur Verleitung hin darf, sich das Spielzeug holen darf, an die Futterschüssel darf, zu dem anderen Hund hingehen, wenn es ein Kumpel ist, wenn das passt, wenn es abgesprochen ist,
Bitte machen Sie aus dieser Übung keine trockene Unterordnung. Das ist mein extra Tipp für Sie. Das kann eine Riesenhetz sein, wie man in Österreich sagt, also ein großer Spaß. Und das ist viel besser, weil Sie wissen ja, dass diese Emotionen, die beim Training